So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, beziehungsweise es ist wieder Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Es gab so viele tolle Einsendungen dieses Mal, dass ich gar nicht wusste, was davon der Schocker sein soll. Was er nun im Endeffekt geworden ist, seht ihr dann am Ende. Ich muss jetzt wieder unter Zeitdruck das aufnehmen. Normalerweise nehme ich das immer Mittwoch früh auf, hau das dann raus, Mittwochnachmittags. Jetzt ist es gerade Dienstagabend, kurz vor 8, also kurz vor 20 Uhr, eben noch gestreamt, eben noch 100er Eviltal aus einem Trade bekommen und jetzt das noch vorbereiten, für morgen nämlich schon, denn morgen sind wir unterwegs, morgen werden wir wandern, morgen kein Stream. Ich sage aber jetzt nochmal, ladet bitte trotzdem für Regirock morgen ein in der Raid-Stunde. Vielleicht sind wir 18 bis 19 Uhr gerade am Platzieren, Bierchen trinken, Essen machen, unterwegs im Wald und deswegen, vielleicht kann ich da ja, unterwegs im Wald, da habe ich nicht mal Internet, vielleicht kann ich ja trotzdem mitspielen, egal. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Adi, der die Maus durch die Gegend wirft. Ja, lass fallen, Bruder. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Heiko ganz fett mit einem 100% Garnovil. Was für ein seltenes Pokémon, dann auch noch als 100er, das könnt ihr nicht erspoofen. Das müsst ihr brüten. Und kaum jemand brütet das und dann kriegt der hier ein 100er. Das würde ich sofort auf Level 50 maxen, ohne Bonbons. Weil ohne Brüten gibt es natürlich auch keine Bonbons. Trotzdem schon ein krasses Teil zum Einstieg. Hier hat uns noch ein Shiny Miltank gesendet. Bockwurst King könnte sich hier ein 100er Pionscora erlösen oder so lassen. Aber eigentlich macht man damit, glaube ich, nichts. Keine Ahnung. Dann hat er hier ein Shiny Fluffeluff Baby Skandal Parana endlich. Shiny Zickzacks. Auch sehr cool. Die Leute wollten Zickzacks haben. Wir haben so oft Zickzacks geradet und Raids angeboten. K-Joker, 100er Evoli. Brian hier mit einem 100er Alola Radfratz mitgenommen. Kokowai for free. Hat extra gefragt, ob jemand einen Meltan mit ihm tauschen kann. Wir haben ihm dann die Meltan-Box geraten, gezeigt, wie man die bekommt. Link in der Beschreibung, wie er an eine Meltan-Box kommt, kostenlos, ohne Switch. Jojo hat ihm da geholfen, ich habe ihm da geholfen und er hat sogar ein 100%iges Meltan aus einer Box gezogen. Also sehr gute Sache. Kenny hier 100% Eviltal, wieder der falsche Account, immer mehr deprimierend. Dann Karin hat uns was geschickt, die Karin Suhl. Ich muss jetzt immer Suhl, immer böse aussprechen. Unglaublich, wie viele EP man mit einem einzigen Fang machen kann. Sie hat hier 51.720 EP bekommen für das Fangen von einem einzigen Pokémon. Pokémon gefangen, erster Fang des Tages, Serienbonus, fabelhafter Wurf, Curveball-Wurf, geht da noch mehr? Dann habt ihr hier, wenn man zu sehr Fan ist vom K-Joker, der hat sich hier schön sein Pikachu auf die Motorhaube geknallt. Finde ich, sieht gar nicht so schlimm aus. Die Farbe gefällt mir insgeheim richtig gut von diesem, was ist das, ein BMW? Ja, würde ich nehmen, so wie er dasteht, kein Ding. Jojo hat endlich sein Krypto-Mammutl auf Level 50 gepusht, sein 100%iges K-Joker. Es gibt es wirklich, ein Traum, Shiny Schwalbini, Skandalpara, die neue Forschung. Zwar nicht ganz spannend, aber hat sich gelohnt. Habe ich heute auch erzählt, auf einem kleinen Account, dem gelben Ivar Mild, habe ich auch aus der zweiten Begegnung auch einen Shiny bekommen. Bei den anderen Accounts noch nicht. Ich habe aber noch 5 rote vor mir. 6 rote, nee, blaue, ich weiß es nicht. Fand ich auf jeden Fall cool, so eine kleine fixe Forschung für zwischendurch. Nochmal als Entschädigung, Sir Ups hier auch 100er Evoli, Shiny Taubsi hinterher, Caroline, ein Candy Cane. Hat hier auf jeden Fall ein Shiny Galar Zickzacks. Das Ding macht mich fertig. Zum Glück ist es weg, ja. Obwohl es immer noch übelst gehypt ist. Dann Caroline hatte mitgemacht bei diesem Snapshot-Gewinnspiel, was ich ja teilen sollte für die Kollegen. Und sie hat sogar gewonnen. Das ist ihr Preis gewesen. Sie hat hier das New Pokémon Snap bekommen. Das war das Bild, was sie eingereicht hat, um mitzumachen, mit dem sie gewonnen hat. Roselia hier in ganz vielen Blumenbeeten-Zeugs, da noch Schmetterling, alles dabei, sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Koselinchen hat uns ein 100er Pummeluft geschickt, hat er das abfotografiert, wirklich, mit einem Handy vom anderen Handy, das sieht so komisch aus. 100er Pummeluft, 100er Evoli, Shiny Pummeluft, Shiny Spoink
Und dann seht ihr, wie kräftig Bilder sein können, wenn die nicht abfotografiert sind, weil das ist... Keine Ahnung, warum ist das so dunkel bei dir? Selal zeigt uns hier, er hat sein Evoli entwickelt mit dem Namenstrick Kira, hat es aber nur Kia genannt und schon ist es ein Auto geworden. Selal auch hier 100er Evoli, Selal nochmal 100er Evoli, also die gehen hier wirklich weg wie warmes Semmeln. Einmal hier aus Selm und einmal hier aus Lüdingshausen. Selal 100er Ibeltal, bei 9 Stück das 100 bekommen, auch sehr cool, dann habt ihr ein Papunga. Ihr kennt alle Papunga und ihr kennt Iswo den Tunga, aber ihr kennt nicht Ramses den Tunga. Wer das noch kennt, der hat bestimmt letzte Woche geguckt. Am Sonntag bei der Auf die Dicken Tour. Dann Shiny Onyx, auch bei Selal hier. Shiny Hunduster, Nidoking, dicker Brocken. Shiny Plusle, Shiny Pipi. Diese Rätsel kennt ihr sicherlich auch. Wir wissen alle, das ist ein Smogon. Aber wenn Chuck Norris sagt, es ist Pikachu, dann ist es natürlich Pikachu, auch wenn es komisch aussieht. Selal immer noch Shiny Pipi. Nochmal 100er Evoli. Ich glaube, der schickt mir immer zu dieselben. Hat ein wildes Incognito S gefangen im Selm, ne? Jason aus Selm, jetzt verstehe ich das. Selal hier, Shiny Radfratz noch, Leon Petzold, Shiny Hundusta plus 100% Gladiantri gebrütet. Macht man damit was? Ich weiß es nicht. Kommt aber nur aus Eiern momentan, deswegen trotzdem selten als 100er. Hat ein 100er Piondragi erlöst, Shiny Snubbull gegönnt, kann ein 100er Macholo erlösen, 100er Evoli. Und, was er als Schocker der Woche wollte, never ever, Bruder, die Liebe ist nicht ausreichend dafür genug, Level Up C-Day. 1, 2, 3, Kind, stand nicht am Party und dann zack, waren die Punkte weg. Nein, aber er hat auf jeden Fall sein Shiny Blumenkranz Togepi jetzt wirklich zum Best Buddy gemacht. Er hat sein Wort gehalten, hat er gesagt, er braucht das unbedingt, das ist sein Lieblings-Pokémon, er würde es sofort zum Best Buddy machen. Hat er gemacht, Glückwunsch, Grüße gehen raus und sorry wegen den Punkten, wie gesagt, es war nicht meine Schuld, es war nicht deine Schuld. Yandic hat immer Schuld, aber wir können da nichts machen, das ist eine höhere Macht. Dann hier vom Johannes Wolf ein 100% Krypto Magma, auf jeden Fall auch fettes Teil. Obwohl Magma jetzt, also Magbrand, nicht unbedingt ein nützliches Pokémon ist, sagen wir es mal so. Trotzdem für die Sammlung super. Heiko hier auch nochmal Shiny Zickzacks mitgenommen und zeigt uns, er wurde eingeladen von Musa Will zu einem Psyau Raid und hat noch 552 Sekunden Zeit teilzunehmen. Das ist aber sehr schön. So verpasst man keine Einladung mehr. Dann Daniel Love, das fand ich sehr cool. Ramses, mich und meine Freundin. Mich und meine Freundin schauen schon seit über einem Jahr deine Videos und jedes Mal fragt sie sich, was das für Vieh ist. Ist das ein Affe? Das Schwarze zwischen dir und Iswo? Nee, aber das neben mir und dem Schwarzen ist ein Affe, nämlich der Iswo. Er hat mal... Er meint natürlich das, was bei dem Bild dazwischen ist, dieses Schwarze, was da ist. Das ist natürlich ein Hund. Das ist ein Hund, der hat gerade seinen Kopf so nach oben, wollte gerade was sagen, aber der war da festgekettet, das war nicht unser Hund. Wir waren vom Rewe, da war der Hund dort und ist mit auf dem Bild ein Affe, genau. Weil vom Rewe auch die Affen angebunden werden. So, Burkhard, endlich habe ich den mal. Shiny Pipi hier, Shiny Skobbel beim Burkhard. Jennifer hat einen 96er Krypto Snorlax, also ein Relaxo, könntest du den 100er erlösen. Macht's aber nicht. Spoing, Jennifer, gebrütet, 100. Sören, verpiss dich mit deinen dummen Pokémon-Witzen. Wohin genau? Gleich aufs Maul. Sören, der Megalodon, ein Hai, der vor 60 Millionen Jahren gelebt hat. Wie konnte er vor 60 Millionen Jahren leben, wenn die Erde 2020 Jahre alt ist? Weil er im Wasser und nicht auf der Erdoberfläche gelebt hat, Bruder, verstehst du? So einfach ist es doch, ihr müsst doch nur mal logisch denken. Schaltet doch mal das ein. Und hier, wenn Leonardo da Vinci einen Rasierer hätte gehabt hätte, hätte sich schön den Bart eingeschäumt, abrasiert, abgewaschen und dann... Das ist doch... Warum sieht das so realistisch aus auf einmal? Eine Mona Lisa? Eine... Ja, Grüße gehen raus an Kissa97, war ihr am Homespot, war gerade noch unterwegs und bin nochmal vorbei. Vielen Dank, Sören, Grüße raus an Kissa. Dann hier, was hast du getan? Ich habe ein 100% IV Shiny Shadow Pokémon erlöst. Was zur Hölle, Alter. Der dicke, fette Gangster, der wird auch blass. Der kackt sich in die Hose, wer sowas macht. Der Lord Ratter hier könnte sich auch ein 100er Voldilam erlösen.
Scheffe 24, ein Anorit, was auch ein 100er werden könnte. Rams ist das King, my lord. Meine Shinies in 2 Tagen. Und erstes Krypto-Shiny. Okay, Skoppel, Siebel, Vivian. Ramses, gerade aus der GBL, ein 100% Zuko-Keks. Richtig feine Sache. Ramses, mein allererster, ich suche es schon so lange. Pipi, Tom, Blutzo, Krypto, Shiny, Lennart, 100er Trassler, Vollbeat Shiny, was gebrütet wurde. Lennart, Kindwurm 100, was aus der Meilenstein Freundesempfehlungsbelohnung abgeworfen wurde. Vor allem, hä? Ja, egal, nee, ich wollte sagen, hat er seinen Ort weggemacht und dann 2 Bilder weiter ist der Ort da. Gregor hat ein Shiny Shinux bekommen. Gregor hat ein 100% Flampion bekommen. Gregor hat sich fast den Finger in die Nase gesteckt, hat ein 100% Wablu bekommen. Thomas mit einem Shiny Zickzacks, 100% Garnovel hat man ja schon, deswegen jetzt auch in der Glücksvariante dabei. Pummeluff genauso, also bei dem wird alles Lucky 100er, wie es aussieht. Hannes mit seinem 100% Shiny Evoli und die Frage natürlich, was er daraus machen soll. Geht man danach, was das Stärkste ist und nimmt vielleicht Glaciola? Glaciola als Shiny sieht halt voll dumm aus, weil es aussieht wie das Normale. Geht man damit, was am coolsten ist, würde ich sogar vielleicht sagen Psyana, weil das einfach so komplett schöne Pfeffi-Farbe hat. Also Psyana ist stark und sieht als Shiny gut aus. Aber ich glaube, ich würde es an seiner Stelle sogar einfach erstmal so lassen, weil das so noch viel wertvoller ist. Dann hat er noch einen Shiny Pantimimi bekommen. Pet Shop Boy hier auch mit einem wilden Shiny Gengar. Einfach so, Fang des Tages. Brian hier auch 100% Ponita aus 10 Quests bekommen. Kenny schon wieder, der falsche Account. Jetzt geb's doch endlich auf. 100% Regi-Eis bekommen. Dann eben aus dem Stream am Ende. Es war die Spotlight-Stunde mit Litomyth. Eigentlich wollte ich Raids für Zuschauer machen mit Praktibalk. Ihr habt gesagt, nein, wir wollen die Litomyth-Stunde sehen. Ramses, bitte, wir müssen nicht was fragen. Haben wir gemacht. Ich hatte noch meinen Trade mit dem Taubsi da. Wir waren Glücksfreunde. Wir haben getradet. Ich habe ein Iveltal bekommen. Er hat einen Reshiram bekommen. Seins hat 12, 12, 12. Meins hat 15, 15, 15. Das heißt ein 100% Iveltal mit Wetterboost. Mein Bestes davor war ein 98er ohne Wetterboost und jetzt ein 96er ohne Wetterboost und jetzt ein 100er mit Wetterboost als Lucky, was auch noch günstiger ist zum Hochziehen. Und mein allererstes mit Wetterboost überhaupt. Dann jetzt noch fix abgescreent, Koselinchen hat noch 2 Nachzügler aus der Raid-Stunde eben. Ein 100% Litomyth mitgenommen und ein Shiny Litomyth mitgenommen. Chevy, leider nicht meiner, habe mit einem Freund ein Raid gemacht. Ich nix, er das. 100% Shiny Zickzacks. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Aber es ist ja nicht so ein eigener. Nein, aber egal, es ist trotzdem richtig krass. So viele Leute haben das Shiny gesucht, haben es nicht gefunden und hier ein 100% Shiny. Und dann Barrikadax auch noch, was auch noch ein cooles Pokémon ist und auch noch nützlich ist. Dann einfach ein Taubsi hier bei Chevy noch hinterher. Schönes Dingen, auch beim Chevy 100% hier. Kölner Felinara ist bereit. Ricky M., Rikis Popsofa, manchmal lohnt es sich, einen Raid zu hosten. Genau, es lohnt sich immer, einen Raid zu hosten. Nicht nur manchmal. Shiny Regirock. Und hier noch ein... Henry, ich habe dir vertraut. Ich habe gedacht, das ist auch ein Shiny. Ich wollte sagen, und der Henry noch ein Shiny Regi-Eis hinterher. Aber das ist ja gar kein Shiny. Das ist ein normales, gewöhnliches Regi-Eis. Also, Das ist die Enttäuschung des Jahres. Nicht der Schocker der Woche, aber die Enttäuschung des Jahres, Henry. Heiko hier trotzdem noch mit einem Shiny Zickzacks plus 100% Gladiandri. Manchmal komme ich mir so vor, als würde ich dieselben Dinger 5-mal vorlesen. Und ein Shiny Krypto Kanivania, Shiny Krypto Aero Kacksprühl und ein wildes Sumpex. Die Jahreszeit hat gewechselt, die Saison hat gewechselt. Es gibt wieder krasse Spawns, krassere Spawns als sonst. Andere krasse Spawns. Guckt euch das an. Wir sind immer noch nicht am Ende. Elke kommt nämlich noch. Elke noch hier. Shiny Voldoball. 100er Voldoball. 100er Pi. Shiny Zickzacks. Und jetzt sind wir am Ende. Aber jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Der richtig wahre, wirkliche Schocker der Woche. Der aber auch nicht von der Community ist, sondern aus dem Internet geklaut. Den seht ihr aber jetzt.
Und der Shopper der Woche kommt von Go Games, beziehungsweise eigentlich nicht von Go Games. Die haben aber einen Artikel drüber gemacht. Der Weltrekord im Erfahrungspunkte sammeln von einem einzigen Pokémon. Wir haben das vorhin gesehen, 53.000 Erfahrungspunkte. Aber was ist das Maximum, was ihr wirklich rausholen könnt? Hier 73.760 Erfahrungspunkte für ein einziges Pokémon. Das ist auf jeden Fall krass. Ging aber auch nur durch das Event, weil Event war. Bei uns gab es eine dreifache EP. Jetzt check ich gar nichts mehr. Bei uns gab es dreifache EP. Dort bei dem Event war irgendwie sonst was mit Glücksei dann. Also Glücksei 3, doppelt 6. Durch das Event war anders. Die haben vierfache EP dann draus gemacht, damit die einen Vorteil haben. Und dann mit Glücksei also achtfach. Achtfache EP während des Events, diese komischen 7-Eleven-Tickets, sonst was Events, die da jetzt waren. Ihr musstet also dort spielen, wo das Event war, wo es achtfach Erfahrungspunkte gab fürs Fangen. Und ihr musstet eure 7-Tages-Serie auf diesen Tag legen. Und das allererste Pokémon und auch noch einen neuen Pokédex-Eintrag. Wie schafft man das überhaupt? Wie kann man jetzt spielen und einen neuen Pokédex-Eintrag fangen? In der 7-Tages-Serien-Bonus-Dings mit Glücksei während Event, das ist eine einmalige Sache, das wird es so schnell nie wieder geben. Auf jeden Fall krass, ich sehe das hier, Pokémon gefangen statt 100, eben 800, achtfache Menge. Neues Pokémon 2000, First Catch of the Day 12.000, der Strickbonus, Steakbonus, Streakbonus 48.000, exzellent geworfen 8.000, Curveball 160, erster Ball 400, Experthändler 2400. Das ist auf jeden Fall richtig krass und heftig. Und ich muss jetzt noch das Video schneiden, hochladen, bevor Naturin kommt und Fladi. Und dann wollen wir noch einkaufen und Döner zum Abendbrot vielleicht holen und essen. Und morgen geht's los, wandern. Aber ihr seid versorgt mit Videos. Seht ihr da, ist alles vorbereitet, kommt alles raus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und vergesst mich nicht, zur Regirock-Rätstunde einzuladen, Mittwoch 18 bis 19 Uhr. Auch wenn ihr mich nicht seht, ich bin vielleicht trotzdem irgendwo am Ende der Welt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.